Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Tja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ich bin auch wieder da. Gestern hat es mich wieder so umgehauen, dass ich leider nicht hier sitzen konnte. Die Stimme war völlig weg und wir haben eine Wiederholung senden müssen. Heute geht es aber. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und bin sehr gespannt auf euch und auf eure Anrufe, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Wir haben wie immer freitags eine offene Telefon-Talkshow mit einer freien Themennacht. Also über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Die Tina ist die erste heute Nacht, 41 Jahre alt. Guten Morgen. Tina! Ja. Hallo? Hallo? Ja, hörst du mich? Ja. Tina, ne, ist der Name. Ja. Und das Alter ist 41 Jahre alt. Ja, seit 2 Tagen, ja. Ich gratuliere nachträglich. Oh, danke schön. Um was geht's, Tina? Ja, und zwar geht's darum, dass ich schon mittlerweile seit 3 Jahren in einer Doppelbeziehung stecke. Mehr oder weniger schon seit 4 Jahren. Und was heißt denn Doppelbeziehung? Eine Doppelbeziehung heißt, dass ich einen Partner habe, mit dem ich seit 3 Jahren zusammen bin, der impotent ist. Mhm. Und er aber davon weiß, dass ich mit meinem Ex-Freund immer noch sexuell verkehre. Aha. Und ich von ihm irgendwie auch nicht loskomme. Mhm. Und ja, das ist halt deswegen die andere Beziehung 4 Jahre und jetzt mit meinem jetzigen Partner 3 Jahre. Bist du mit deinem jetzigen Partner zusammengekommen, ja, als er schon impotent war? Ja. Das hat er dir dann irgendwann eröffnet? Und ja, ich habe es mehr oder weniger gemerkt, aber er hat es mir dann eröffnet. Ich dachte immer, als wir zusammenkamen, war er noch, er war mit einer Frau zusammen, mit der er 8 Jahre zusammen war. Und das war eine Zeit, wo wir zusammenkamen, da war sie im Urlaub und ich dachte, er wollte vielleicht sie schonen und ist deswegen nicht so frei und nicht so offen. Und ja, so war es eben halt. Also ich habe nicht das als impotent abgetan. Ich dachte eben einfach, er ist nicht frei vom Kopf her. Was heißt jetzt genau impotent? Heißt das, dass du noch kein Mal mit deinem eigentlichen Partner geschlafen hast? Ich habe mit ihm geschlafen, aber 2 Mal unter Viagra. Woran liegt die Impotenz bei ihm? Also es ist nicht organisch bedingt. Mhm. Das wurde festgestellt von Ärzten. Und ja, es ist halt so, ja, es muss halt psychisch sein. Er hat schon fast verschiedene Sachen probiert, das in Therapien und mit Therapeuten gesprochen, aber es bleibt alles immer irgendwie so, keiner weiß so richtig und dann hat er auch keinen Bock. Ich habe keinen Bock auf den ganzen Mist, muss ich jetzt ehrlich mal so sagen. Ja. Wie war denn das mit Viagra? Das heißt, mit Viagra hat das geklappt, richtig? Richtig nicht. Mhm. Ja, um es jetzt mal so zu sagen, er hat mal kurz gestanden und dann, als er sich bewusst war, was überhaupt passierte, als es wieder in seinem Kopf war, um es so zu sagen, war dann auch nicht mehr. Hat dich das denn damals davon nicht abgehalten? Oder du hättest auch sagen können, okay, wenn der Mann wirklich diese Probleme hat, kann ich mit dem eigentlich auch nicht zusammen sein? Gab es diese Überlegung bei dir? Ja, ich wusste es ja nicht. Er hat es mir nicht gesagt. Na gut, du hast es ja über kurz oder lang gemerkt, dass es nicht funktioniert. Ja, na, so schnell habe ich es auch nicht gemerkt. Ach so. Ich habe ja immer noch gedacht, das ist aufgrund der alten Beziehung. Ach so, wann ist das denn richtig ausgesprochen worden von seiner Seite? Nach wie vielen Monaten oder nach einem Jahr? Wir sind doch recht schnell zusammengezogen. Also es war so, wir haben uns kennengelernt im August und im September haben wir zusammen ein Haus gebaut. Oh, das ging aber schnell. Ja, das ging, bei mir geht immer alles schnell. Wann hat das dir gesagt, ich bin impotent? Er hat es nie gesagt. Wann war es dir klar, er ist impotent? Ja, schon seit 1-2 Monaten später. Ach, später, 1-2 Monate später. Ja, so. weil nichts mehr ging. Und wenn es überhaupt ging, ging es 1-2 Mal mit Viagra. Und dann hat er das noch nicht so formuliert? Ich bin doch, er hat bis heute jetzt, mittlerweile hat er schon gesagt. Ja. Ja. Mhm. Wie war das denn? Du sagst, er war vorher 8 Jahre verheiratet. Nee, er war in einer Beziehung. Ist ja geil, in einer Beziehung. War er da auch schon impotent? Gab es da Er hat gesagt, er war schon immer. Immer? Ja. Also die Frau, mit der er zusammen war, die war sehr eingebunden in ihren Beruf und war vielleicht auch
entschuldige, dass ich das jetzt so sage, aber vielleicht recht anspruchslos. Mhm. Und ich bin schon mhm. etwas anspruchsvoller in meinem Sexleben. Aber ich will dir sagen, Tina, das ist, finde ich, schon eine merkwürdige Sache, wenn ein Mann so lange offensichtlich aus psychischen Gründen impotent ist und er selbst an sich nichts verändert. Nein, ja. Das macht er nicht. Ja, das ist er ja. Ich weiß es auch. So, und dadurch kam es dann dazu, dass du dir quasi einen Lover geholt hast. Nein, nicht dadurch. Ich habe den ja schon immer. Es war der Freund, den ich vor ihm hatte. Mhm. Und den habe ich dann immer wieder aufgerufen, um es jetzt so zu sagen. Na gut, aber wenn du richtig befriedigenden Sex mit deinem Freund hättest, ja. wäre es ja vielleicht gar nicht dazu gekommen, das nein. wieder zu aktivieren mit dem Ex-Lover. Nein, nein. Dein Freund, also dein fester Lebenspartner, ja. der impotent ist, weiß davon, dass du ab und zu Sex mit deinem Ex hast. Er weiß es schon, aber in letzter Zeit weiß er es nicht. Also um es jetzt sozusagen, mein Lover, um ihn jetzt so zu betiteln, genau, ja. weshalb, was auch nicht gerade toll ist, aber war jetzt um ein halbes Jahr im Gefängnis und jetzt ist jetzt wieder raus und er denkt eigentlich, er ist noch nicht raus, aber wir haben schon wieder Kontakt und da geht es auch gar nicht mal so um Sex, das ist jetzt nicht dieses Ding. Ach so, ich dachte, das wäre nur eine reine Sexbeziehung. Ach ja, war es auch mal. Irgendwie. Aber immerhin, also bevor er ins Gefängnis kam, hat dein fester Lebenspartner dem zugestimmt, dass du mit diesem Lover ab und zu mal in die Kiste gehst. Er hat nicht zugestimmt. Aber er wusste davon. Er hat es mir immer angesehen, dann ja, weil ich kann auch nicht lügen. Ach so, aber du hast es auch nicht klar ausgesprochen. Ich war wieder bei ihm. Doch, schon. Das schon. Also, ihm war es völlig klar. Er hat es billigend in Kauf genommen, vielleicht kann man das so ausdrücken. Aber er hat dir nicht grünes Licht dafür gegeben. Nein, hat er nie. Warum machst du das mit dem Ex? Das weiß ich nicht. Doch, du bist eine 41-jährige Frau, von der verlange ich, dass sie das weiß. Toll. Ja. Ich weiß nicht. Ja, ist es letztendlich vielleicht doch die sexuelle Frustration? Nee, überhaupt nicht. Bist du sicher? Ja. Weil ich liebe, um dieses Wort Liebe zu sagen, ich möchte jetzt mal darauf hinaus. Mhm. Liebe kann jeder für sich interpretieren, wie er will. Mhm. Und wenn man es so will, für die breite Masse, liebe ich beide. Den einen, weil er wie mein Bruder ist und lieb und nett zu mir ist. Dein Lebenspartner? Ja. Mhm. Und den anderen, weil er mir das gibt, was ich sexuell brauche. Mhm. Ja, aber das deutet ja schon in die Richtung, was ich gerade auch schon mal sagte. Wenn dein Lebenspartner dir das Sexuelle auch geben könnte, wäre das andere wahrscheinlich gar nicht nötig. Tja, dann müsste ich aber wissen, ob ich das von meinem Lebenspartner wollte. Mhm. Ja, ist aber die Frage auch, dass du da so so tolerant, so hinnehmend mit umgehst, dass du nicht schon viel mehr Druck auf ihn ausgeübt hast, hier unternehmen was, geh zu einem Therapeuten. Hab ich doch alles. Es nutzt nichts. Nein, es nutzt nichts. Warum bist du mit ihm so als Partnerin noch zusammen? Man könnte auch sagen, okay, wir sind einfach gute Freunde, die besten Busenfreunde, aber wir gehen partnerschaftlich unsere eigenen Wege. Das habe ich schon versucht so zu klären. Das will er nicht. Er hat gesagt, ich liebe dich, ich möchte mit dir zusammen sein. Mhm. Aber und ich möchte alles mit dir teilen. Und dann sitze ich immer da wie ein kleines Mädchen und sage, ja, okay, alles klar. Aber das muss für ihn doch auch ein ganz großer Druck darstellen, dass er eben seine Frau nicht befriedigen kann. Das ist sexuell... Ich habe nicht das Gefühl, dass es für ihn so ein großer Druck ist. Weil er geht eigentlich ganz normal damit um. Sicherlich mag es in seinem Inneren so aussehen, aber davon weiß ich nichts. Mhm. Also das fände ich schon fast, bedauerlich ist noch gelinde ausgedrückt, wenn es für ihn keinen großen Druck darstellen würde. Normal wäre es schon, dass er sich Gedanken macht, wie fühlt die Tina sich? Was geht denn der vor? Welche Bedürfnisse hat sie? Und warum? Ich denke, dass er das weiß. Ja, klar, eben. Und warum kann ich sie ihr nicht geben, diese Bedürfnisse, die Befriedigung nicht geben? Das wird er sich auch ständig fragen. Mhm. Aber er fragt mich das nicht. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, ich glaube, ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Mhm. Ich jetzt ist die Frage. Gesagt, du hast irgendwann gesagt? Ich bin das Leid, das Versuchskaninchen zu spielen. Mhm. Ich möchte nicht ständig probieren, kannst du nicht, wenn ich ihm ein blase und bla und ich will, dass ich so offen bin, es ist eben alles schlaff und bla. Mhm. Also das ist eben alles. Dennoch die Frage jetzt, warum ziehst du da keine wirklichen Konsequenzen raus? Das ist eine gute Frage. Mhm. Weil letztendlich ist es keine funktionierende Partnerschaft, die du da hast. Er ist gut zu mir. Ein Freund kann auch gut sein. Ja, ein Freund ist aber was anderes als ein Partner. Ich finde, dass er nicht restlos gut zu dir ist, Tina. Ich finde, er wäre wirklich gut, wenn du sein Bemühen spüren würdest, dass er an sich arbeitet. Das macht er nicht. Ja, das macht er eben nicht.
der müsste eigentlich schon von einem Therapeuten zum anderen gelaufen sein. Um für sich selbst, ich weiß auch gar nicht, wie der Mann damit klarkommt. Wie alt ist er? 34. Ein junger Mann von 34 Jahren, der doch eigentlich auch sexuelle Bedürfnisse hat. Eigentlich, ja. Ja, wie er damit klarkommt und vor allen Dingen, wie er das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, dir gegenüber auch. Also ich finde, nur gut ist er nicht. Weil irgendwas ist da gravierend im Argen. Aber zu mir ist er doch gut. Er ist zu dir, was andere Dinge anbelangt, ja, aber dieses, das ist ja doch eine elementare Sache in einer Partnerschaft, da ignoriert er dich völlig, völlig. Ja, schon. Was ist denn mit dem Mann überhaupt los, wenn der seit Jahren psychisch bedingt impotent ist? Ist er überhaupt heterosexuell? Das hat meine Schwiegermutter, meine Ehemalige, mich auch gefragt vor ein paar Tagen. Naja gut, der Gedanke liegt ja auch nahe, ne? Ja, darauf bin ich aber noch nicht beigekommen. Ich bin weit wirklich offen für alle, für jeden. Ich habe nur mit Schwulen zusammengearbeitet und habe... Beim eigenen Freund? Ja, will man das denn nicht sehen? Ja, die Frage habe ich mir überhaupt nie gestellt. Ich würde euch so dringend empfehlen, euch beiden, dass ihr in eine Paartherapie geht. Oh Gott, wir hatten es schon, es war grauenvoll. Aha. Ja. Warum war es grauenvoll? Ja, weil die Dame da sich hingestellt hat und er sich nicht öffnen kann, weil er überhaupt nicht der Typ dazu ist. Er ist vollkommen verklemmt und was Sexuelles anbetrifft. Er kann nicht sagen, was er weiß überhaupt nicht, was er selber will. So, dann ist aber jetzt wirklich die Frage, wie du weiter damit umgehst. Willst du jetzt dein Leben die nächsten Jahre genauso weiter fristen? Oder nee? So. Das weiß ich schon. Ja, aber auf was läuft das hinaus, Tina? Letztendlich auf eine Trennung. Wenn von ihm nichts kommt, wenn du ihm nicht begreiflich machen kannst, hier Junge, du musst etwas unternehmen, an dir und mit dir, für uns. Und wenn du das nicht tust, kann ich nicht in einer solchen Partnerschaft mit dir leben. Ich biete dir meine große, innige, ewige Freundschaft an, aber... Habe ich ihm alles schon gesagt. Ja, dann musst du irgendwann auch die Konsequenz ziehen und gehen, Tina. Wenn er völlig tump da steht und nichts und nur die Schultern zuckt. Ja, aber gehen ist manchmal nicht die einfachste Lösung. Nee, aber manchmal ist es die absolute Notwendigkeit, wenn alles schon ausprobiert worden ist. Aber es stagniert ja, so wie du es gerade beschrieben hast. Es stagniert bei ihm. Natürlich, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass du dich auch nicht wohlfühlst in dieser Doppelkonstellation. Nein, überhaupt nicht. Na also. Ja, toll. Ich habe eigentlich erwartet, dass mir vielleicht ein Außenstehender etwas ganz Tolles sagt. Aber es, ja... Sicherlich. Was heißt ganz toll? Etwas was ihr angenehmer ist. Das ist natürlich keine angenehme... Nein. Es war jetzt eher ein Joke. Also ich habe es nicht so gemeint, dass man mir was Tolles sagt. Aber ja, ich habe gedacht, dass man mir vielleicht irgendwas sagt, dass... Ja, und ich müsste vielleicht verständnisvoller sein und so weiter. Nee, ich glaube, dass du schon viel zu verständnisvoll warst, wenn du 3 Jahre das mitgemacht hast. Finde ich. Ja, denke ich ja von mir selber auch. Ja. Ich bin immer so der Schuldzuweiser und ich gebe mir immer die Schuld an allem. So, ich würde vorschlagen, damit auch noch eine Fachmeinung zum Tragen kommt, dass du vielleicht noch ein paar Worte mit meiner Psychologin redest, die dieses Gespräch jetzt mitbekommen hat und die sicher ihre Sichtweise dir auch noch darstellen kann. Ja. Okay, das ist die Heide heute Nacht. Du legst auf, Heide ruft dich an. Alles klar. Ich wünsche alles Gute. Okay. Auf Wiederhören, Tina. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt geht es weiter mit Elke. Und Elke ist 48 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo Elke, was ist dein Thema? Mein Thema ist eigentlich ein bisschen, ja gut, ich habe jetzt gerade gehört, was vorher läuft oder bin jetzt ein bisschen durcheinander. Es ist völlig egal, hier können die Themen völlig gegensätzlich sein, die sich ablösen, das ist nun mal in der Sendung hier normal. Ja, das ist richtig. Es ist folgendermaßen, wenn ich hier gehen darf und darf das mal einfach so sagen, ich arbeite als eine Domina. Darf man so sagen. Hier darf man das unbedingt sagen und ganz offen. Ganz offen. Gut. Also arbeite als Domina. Ich gehe ganz offen mal so her. Ja. Und ich hatte das also, solange meine Kinder klein gewesen sind, relativ geheim gehalten. Wie viele Kinder hast du? 3. 3 Kinder. Und wie alt sind die Kinder jetzt zurzeit, momentan? Momentan zwischen 26, 19 und 18. Ah ja, also alle aus dem Gröbsten raus. Sehr weit weg. Also ich kann im Augenblick offen sein. Und die Kinder wissen es auch. So, aber das ist gar nicht mal so sehr mein Problem, sondern mein Problem liegt da drin, dass ich, als sie eben noch klein waren, meine Kinder, ich das meinen Eltern, das heißt meinen Eltern nicht gesagt hatte. Wie lange arbeitest du denn schon als Domina? Seit 6, 7 Jahren. Mhm.
Oder sagen wir fast 10, kann man sagen, fast sagen. Also im reifen Alter so von 39, ja, gut, 40. Ich bin 47, dann kann man ja sicher ausrechnen. Genau, hast du damit angefangen. Und ich hatte es damals offenbart, weil es bei uns in der Regel war, eigentlich nicht zu lügen, habe ich meine Eltern eigentlich belogen und ich habe es meiner Schwester gesagt. Wie hat die Schwester meine reagiert? Meine Schwester lebt inzwischen nicht mehr. Die hatte es meinen Eltern übertragen aus dem Grund, da mein Mann in der Zwischenzeit, wo meine Eltern eigentlich intensiv nachgefragt hatten und ich dann für sich fast mit meinen ganzen Ausreden irgendwo am Ende gewesen bin, habe ich zu meiner Schwester gesagt, sag's ihr. Also, die Eltern haben es dann rausgekriegt, über die Schwester quasi. Sie haben irgendetwas vermutet und jetzt ich habe meiner Schwester erklärt und gesagt, so, jetzt sag's. So, jetzt erklär mir aber auch noch die Konstellation mit deinem Mann. Du warst in der Zeit verheiratet. Ich bin verheiratet. Du bist immer noch verheiratet? Ich bin immer noch verheiratet. Das heißt, meine Kinder sind vom ersten Mann, ich bin den zweiten Mann gegangen. Damals, als du angefangen hast, als Domina zu arbeiten, warst du verheiratet. Dein Mann wusste das auch nicht von Anfang an, dass du das gemacht hast? Nee, der wusste es schon. Der wusste schon, das hast du also quasi mit dem abgesprochen. Das war mein zweiter Mann. Mein zweiter Mann hat das mit befürwortet. Er ist nicht... Also der Mann, Elke, lass mich fragen, sonst kommen wir nicht weiter. Als du angefangen hast, als Domina zu arbeiten, da ist dein damaliger Mann eingeweiht worden in diesen Plan, dass du das machen möchtest. Wir haben das zweit beschlossen. Ah ja, das ist ja auch schon erstaunlich. Wie kam es denn überhaupt zu der Überlegung, ich will als Domina arbeiten? Ja, das ist eine gute Frage. Die wird sehr oft mir gestellt. Das ist ganz einfach so. Ich habe, da muss ich wieder meine Schwester, es tut mir leid, meine Schwester ins Bild bringen. Die hatte ein System, in dem man damals, also nicht wie heute das Internet sagt, sondern damals war das noch das BDX und da habe ich da drin gearbeitet. Und von daher fing ich ganz einfach an, mal die Sexualität kennenzulernen. So fing's an. Warst du denn vorher auch schon eine sehr im Sexuellen eine dominante Frau? Nee, eine Null, würde ich sagen. Ich habe also vom Tuten und Blasen, wenn man das so nennen kann, überhaupt keine Ahnung gehabt. Ehe wir das Tuten und Blasen jetzt vertiefen, sag doch vielleicht noch rasch, wie das dann mit den Eltern ausgegangen ist. Die haben es dann erfahren und waren wahrscheinlich sehr empört darüber, oder? Wie war's? Ja gut, die haben mir keine Chance gelassen, mich darüber zu äußern. Und darüber habe ich, meine Ängste, meine Befürchtungen, die also da ständig in meinem Kopf kreisen. Meine Schwester habe ich es ja damals erlaubt zu sagen, sie darf also das also die Eltern sprechen, haben, weil ich selber nicht konnte. Also die Eltern haben dich ausgegrenzt dann. Ja, und von daher ist jeder oder fast jeglicher Kontakt abgebrochen. Bis heute. Bis heute. Wann haben dir die Kinder das gecheckt und mitgekriegt, was die Mama macht? Die Kinder haben irgendwelche Fotos irgendwann mal gesehen, wenn wir mal heimlich gemacht haben, mein Mann und ich. Und bin ich dann einfach mal hergegangen und habe darüber das denen gesagt, pass mal auf. Waren die entsetzt? Nee, sie haben nur gesagt, sie finden es nicht gut. So. Sie finden es nicht schön, sagen wir mal. Aber die haben sich jetzt, arrangiert damit, dass die Mutter das macht. Jetzt erklär mir doch mal diese Seltsamkeit, Elke, wenn du vorher von all diesen Sachen überhaupt gar keinen Plan hattest, wie du dann als professionelle Domina arbeiten kannst und woher dann dieses Talent oder diese Veranlagung plötzlich gekommen ist. Weiß ich auch nicht. Ich denke mal ganz einfach, dass die Fantasien auf alle Fälle schon mal da gewesen sind. Ich muss mal hergehen und müsste noch ein bisschen weiter aus. Von meinem ersten Mann, den ich damals hatte, habe ich so Heftchen gesehen, sagen wir mal. Damals, was ich heute jetzt weiß, das sind professionelle Bücher. Oder nennen wir es Pornohäftchen. Ja, also Pornohefte. Und da drin wird ja geworben. Und da hast du sowas gesehen und das hat irgendwie einen kleinen Klick gemacht bei dir. Das mich also, ja,
ganz einfach animiert hat, das mir gefallen hat. Es hat mir Man kann ja vielleicht sagen, dass das so tief in dir schlummerte, aber du gar nichts davon wusstest. Das mag wohl so sein, aber das ist ja nicht mein Problem, nicht das Problem mit der Domina, sondern mein Problem liegt ja eigentlich da drin mit den Eltern. Also mit den Eltern wieder in Kontakt zu kommen. Ja. Also du übst diesen Beruf oder diese Tätigkeit, Beruf ich kann man bin immer noch bist in, tätig. Immer noch tätig. Wie oft machst du das? Jeden Tag, jede Woche? Drei Tage in der Woche. Drei Tage in der Woche. Hast du ein eigenes Studio? Ja. Also ein eigenes Studio. Bist aber nebenher normale Hausfrau. Ja. Und dein Mann, mit dem du auch noch zusammen bist? Ja. Ja, für den ist das auch okay? Doch. Und dem sagt das auch zu. Also gut, es gibt natürlich Situationen, wo man nicht so gut begeistert ist, aber ja gut, ansonsten schon. Jetzt lass mich mal eine Frage stellen, so als kleinen Schlenker, und dann kommen wir auf die Eltern zu sprechen. Ja. Wenn du das jetzt schon fast 10 Jahre machst, knapp 10 Jahre, im eigenen Studio als Domina zu arbeiten, was war bisher das Härteste, was du mit einem Mann angestellt hast? Das Härteste? Ja, da muss ich sagen, das Härteste, es gibt kein Härtestes für mich. Im Prinzip, es gibt für mich Menschen eigentlich, die da sind, die irgendetwas wollen. Mhm. Angestellt. Aber es gibt doch sicher bei dir auch so eine Rangskala von Dingen, die eher das haben. Ja gut, normalerweise sind die 0815 Sachen einfach gefragt. Und was ist das Extremste, was du gemacht hast? Das Extremste ist im Prinzip, was ich gemacht habe, bislang, das geht von, eine sogenannte Moment, wo jemand, sag ich mal, Luftnot bekommt. Gut, also, ich kann natürlich. Wo du jemanden fast erstickst. Ja. Ne? So ist das ja. Ja. Das ist schon krass. Oder so, das ist schon zu erschrecken, jemanden, der. Also der seinen Tick und seinen Thrill daraus holt, so ganz nah an die Grenze des Erstickens zu bekommen, an den Tod quasi zu gehen. Ja, aber das ist nicht das, was unbedingt mein Bedürfnis ist. Verstehe. So, Türchen wieder zu und jetzt kommen wir zu den Eltern. Du möchtest gerne wieder Kontakt zu den Eltern aufnehmen. Ja. Wie viele Jahre herrscht jetzt Funkstille? 6 Jahre. 6 Jahre. 6 Jahre. Bist du die einzige Tochter? Ja, jetzt noch die einzige Tochter? Nein, meine Schwester, die. Aber die ist verstorben. Die verstorben ist. Aber jetzt bist du das einzige Kind, was übrig geblieben ist. Ja. Ja. Hast du denn in den letzten 6 Jahren von dir aus nochmal irgendeine Anstalten unter. Hast du? Ja. Angerufen, geschrieben oder was hast du gemacht? Ja, angerufen. Und nichts? Und du bist auf Abweisung gestoßen? Der letzte Anruf war am 9. November im letzten Jahr 2001 und dann wurde aufgelegt. Ich meine, das ist natürlich wirklich sehr schwierig. Die werden sich so festgefressen haben in ihrer Aversion und in ihrer Ablehnung dir gegenüber, dass das irrsinnig kompliziert ist, das aufzubrechen. Und wenn du auch immer wieder sogar noch Versuche unternommen hast, wird es noch schwieriger sein. Ja. Vielleicht liegt es daran, dass ich mit dem Beruf ja eigentlich mehr zurechtkomme, als wie es vielleicht sie. Ich gehe ja jetzt inzwischen her und sage, ja gut, das sind ältere Herrschaften. Nur, ich meine, die gehen seit 20 Jahren zum FKK und da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Dennoch ist es natürlich auch normal, dass Leute, die mit dieser Szene nichts am Hut haben, erstmal geschockt sind. Vor allen Dingen, wenn es ältere Leute sind, vielleicht ein bisschen konservative Leute, dass man da erstmal so ein bisschen blockiert ist. Ich hätte jetzt eigentlich nur so eine Idee, dass du, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gemacht hast, wenn sie sich nicht direkt mit dir unterhalten wollen und sogar auflegen am Telefon, dass du ihnen wirklich einen ausführlichsten Brief schreibst und auch darin so alles erklärst, was das bedeutet und was du machst. Du musst es natürlich nicht zu genau schildern, nicht gerade die Erstickungsgeschichten aufführen oder so. Nee, um Gottes Willen, das ist ja auch nicht meine Art. Nein, und vor allen Dingen, vor allen Dingen unterstreichst, wie wichtig es für dich ist, dass du als Tochter wieder Kontakt zu den Eltern hast, dass so diese Liebe wirklich und die Sehnsucht drüber kommt. Das ist genau das. Genau das will ich ja im Prinzip. Ja. Ich will eigentlich nur in den Arm genommen werden und geliebt werden und nicht für das, was ich tue und was hast, ich mache. Hast du denn schon mal so einen Brief geschrieben? Nein. Dann mach das bitte mal, Elke. Das ist ein Versuch, der nur positiv, der auf keinen Fall etwas Negatives bringen kann, sagen wir so. Da habe ich aber Angst.
Warum? So dominant, wie ich sonst bin, da habe ich Angst. Aber das ist doch noch viel einfacher, als anzurufen. Du kannst in aller Seelenruhe eine Woche über diesen Brief brüten und den genau ordentlich und schön und freundlich schreiben und immer wieder gegenlesen, dann schickst du ihn weg. Ja, und dann kommt er zurück und dann stehe ich irgendwo da. Aber es ist ein Versuch. Es ist ein Versuch, Elke. Und dann bin ich tief drunten. Also das bist du jetzt sowieso. Das bist du im Moment auch. Ich finde, du hast das, die Sehnsucht nach Normalität und nach Kontakt zu deinen Eltern. So. Ja. Das bedeutet, dass du alles unternehmen solltest, um diesen Kontakt wieder aufzubauen. Und wenn du auf taube Ohren stößt, dann kannst du aber immer noch für dich auch sagen, ich habe alles versucht. Mehr kann ich jetzt nicht machen. Insofern ist das eine Option, die du auf jeden Fall jetzt noch wählen solltest. Schreib den Leuten einen sehr, sehr guten und sehr, sehr persönlichen und herzlichen Brief. Darf ich noch mal was sagen? Bitte. Es ist ganz einfach, dass ich einfach über eine Tante herüber weiß, dass sie eigentlich mich, ja, wie gesagt, für tot erklärt haben. Und da ist es sehr schwer, einen Brief zu schreiben. Mhm. Aber du hast angerufen, das ist auch sehr schwer. Ich habe angerufen. So. Wie gesagt, mein letzter Anruf war am 9. November. Eben, das war auch sehr schwer. Ja, und also danach hatte eine Tante Geburtstag, da bin ich hin, da waren sie dann nicht da. Ich weiß nicht, ob ich hingefahren bin, um sie zu treffen oder nicht. Ich bin wirklich in Angst hingefahren. Mhm. Ich kann das alles verstehen, Elke, mit der Angst. Aber dennoch, ich wiederhole es nochmal, solltest du das auf jeden Fall alles versuchen, was möglich ist. Versuch es bitte und ruf mich doch nochmal an, vielleicht in 2 Monaten und erzähl mal, wie sie reagiert haben, ob sie reagiert haben. Und dann beraten wir neu, was zu tun ist. Okay? Ja, okay. Alles Gute von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Mario, 20 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Mario, du hast mich angerufen. Ja, genau. Warum? Und zwar, wir haben beide am Dienstag gesprochen, Dienstag zu Mittwoch. Du bist heute operiert worden? Nee, am Mittwoch. Warst du das? Bist du das? Ja. Mit dem Loch im Herzen? Ja. Aber du solltest doch heute am Freitag operiert werden. Ja, nee, am Mittwoch kam der Arzt, ich habe mit dem gesprochen, so wie du es mir vorgeschlagen hast. Also wir fassen mal ganz kurz zusammen, für die Leute, die nicht dabei waren. Du bist Mario, 20 Jahre alt. Hast mit mir gesprochen am Dienstag, ne, glaube ich. Ja. Dienstag. Und das war ein sehr trauriges Gespräch, weil du gesagt hast, ich werde am Freitag habe eine schwere Herzoperation vor mir, die tödlich, wo die Überlebenschance 50-50 ist. Und alle Leute haben dich verlassen. Deine Freundin hat dich verlassen. Im Prinzip lagst du da ganz allein im Krankenhaus. Ja. Ne, so war's. Und dann habe ich dir gesagt, nun geh doch mal auf jeden Fall zu dem Arzt oder zu einer Bezugsperson im Krankenhaus und sag, dass du dich so sehr beschissen fühlst und dass du vielleicht ein bisschen Betreuung kriegen solltest. Ja. So war's, ne? Ja, und den Rat, was du gesagt hast mit dem Arztbetreuung, den habe ich mal gefolgt. Mhm. So. Mhm. Ich habe früher bei der Visite gesagt, ob ich nochmal mit dem da sprechen kann, der mir operiert hat. Ja. So, hat er gefragt, naja, wollen wir es nicht heute gleich machen, weil ja am Freitag ist voll. Da war mehr gewesen. So, haben sie halt gesagt, naja, warum nicht? Ja. Da habe ich es hinter mir, da halt die Muffensausen hinter mir. Mhm. So. Und die haben das auch alles aufgenommen, wie sie es gemacht haben. Ich habe mir das Video angeguckt. Mhm. So dermaßen, wie die es mir erklärt haben, so schlimm war das gar nicht. Die haben einen Katheter gelegt, hoch bis zum Loch in Herz. Es ist heute passiert? Nee, Mittwoch. Ach, ich verstehe dich akustisch so schlecht. Also es wird nächste Mittwoch erst passieren? Ja, ich habe Mittwoch. Ich wurde Mittwoch operiert. Also nachdem wir uns beide unterhalten haben, den nächsten Tag. Ach, jetzt kapiere ich das erst. Du bist schon operiert worden diesen Mittwoch, letzten Mittwoch, also vorgestern quasi. Ja. Ach so, ich habe es nicht verstanden, jetzt entschuldige. Ja, ist nicht so schlimm. Und dann kannst du jetzt schon so fit reden? Ja, naja, teilweise. Das tut zwar na, teilweise weh am Herzen, also die Narbe tut noch weh. Mhm. Die haben Katheter gelegt, unten von der Leiste. Die haben oben nicht am Brustkörper aufgeschnitten, sondern unten und haben was hochgeschoben. Ich habe es mir auch angeguckt, also haben sie sehr sauber gearbeitet. Darüber möchte ich auch ein ganz großes Lob über das Fernsehen mal und über das Radio mal aussprechen. Mario, damit das wirklich richtig klar wird, ich glaube, das haben vielleicht andere Leute gerade auch nicht so ganz richtig verstanden. Warum ist jetzt die Operation vorgezogen worden? Weil am Freitag ist ja voll gewesen, der ganze Terminplan. Da ist noch was dazwischen gekommen. So, und haben sie gefragt, ob sie es heute oder morgen machen wollen, also sprich Mittwoch oder Donnerstag. Hab ich gesagt, na, wegen mir können wir es gleich weitermachen. Habe ich hinten hinter mir. So, wurde ich um 12 Uhr Mittag operiert.
weil ich muss ja mit leeren Magen und so, weil ich habe ja früher noch gegessen und so, normal. So, und na ja, und dann haben sie separiert und sehr sauber gearbeitet. Das ist doch alles wunderbar. Du hattest so eine Todesangst, als wir uns unterhalten haben. Ja, und so schlimm, wie der Arzt mir das dann auch erklärt hat, wir haben so uns dann zusammen angeguckt, der hat es mir einmal frei erklärt und so schlimm war das gar nicht. Die haben mir da so eine Panik unterstellt. Ja. Bin ich unterstellt, also ich habe es mal wahrscheinlich auch selber gemacht. Ja, natürlich, aber das ist doch auch normal, wenn man so eine schwere Herzoperation freut. Weißt du, Mario, dass ich heute wirklich am Nachmittag mehrmals an dich gedacht habe und habe mir überlegt, wie wird's ihm wohl gehen, und hoffentlich hat er alles gut überstanden. Ja. Insofern freue ich mich jetzt sehr, dass wir uns sogar unterhalten können. Ja, ich freue mich auch sehr. Und, also, ich freue mich nur, dass ich gelebt habe. Ja, klar. Ich nur lebe. Ja, und du warst ja wirklich sehr traurig und sehr durch den Wind, ne? Ja. Am Dienstag. Und am Donnerstag kam noch eine schönere Überraschung. Da kam der Trainer von meiner Ex-Freundin rein. Aha. So. Und der kam gleich auch aufs Bett, also langsam. Und dann kam meine Freundin rein. Und da habe ich angefangen zu hören vor Freude. Ach. Ja. Das heißt, kam ein überraschender Besuch von deiner Freundin, die dich eigentlich schon verlassen hatte. Ja, sie kam mit einem Schwangerschaftstest. Ich bin nochmal Vater, ich werde nochmal Vater. Ist es wahr? Deswegen war sie weg. Aha. Also, und es wendet sich alles zum Guten. Ja, ich hoffe es. Ne? Nur ist die Frage, ob ihr beide wieder zusammenfindet, aber da wollen wir dann mal später gucken, wenn du richtig gesund bist. Ja, na und nach einem halben Jahr muss ich nochmal zur Nachuntersuchung, also zur Routineuntersuchung, und ich hoffe mal, dass es da alles klar ist. Hast du denn im Moment Schmerzen? Ja, teilweise. Also unten an der Narbe und oben eine Stechen. Aber es hat ja gesagt, es heilt jetzt alles, es wächst zusammen, und dann werden sie sehen. Also ich hoffe, dass das alles klar geht. Ja, ich freue mich wirklich sehr, Mario. Ja. Und bin sehr erleichtert, jetzt zu hören, dass alles so gut gelaufen ist, und wünsche dir für deine weitere Genesung wirklich alles, alles Gute, und hoffe auch, dass vielleicht da mit deiner Freundin noch was Darf ich noch was sagen? In die Gänge kommt. Bitte, ja. Euren ganzen Team, erstmal danke, dass er mir die Daumen gedrückt hat, vor allem dir, dass wir wieder mal uns unterhalten haben. Ich danke dir herzlich, Mario. Alles Gute. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke. Und euer ganzes Team auch, und macht weiter so. Prima, ich danke dir herzlich. Gute Genesung, Mario. Tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr und 9 Sekunden. Kleine Pause. Eine 32 und 52 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefontalkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht, eine offene Show, eine offene Telefontalkshow. Das heißt, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, ganz egal über was, ruft mich an. Kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111 oder kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Rose ist jetzt dran. Rose, eine Rose, die 23 Jahre alt ist. Hallo. Hallo. Hallo, Rose. Guten Abend. Dein Thema. Ja, ist ein triviales Thema wahrscheinlich. Es geht um einen Freund, beziehungsweise Sexualprobleme in unserem Leben. Erzähl mal ein bisschen genauer. Wir sind schon über 4 Jahre zusammen und haben auch schon 2-mal zusammen gewohnt. Also sprich einmal ein Jahr, dann bin ich ausgezogen. Und nach 1,5 Jahren sind wir wieder zusammengezogen für 1,5 Jahre. Und jetzt seit Oktober wohne ich eigentlich in Studentenwohnheim, beziehungsweise ja, habe da einen Platz, aber die meiste Zeit bin ich sowieso eigentlich in unserer alten Wohnung und wir sind die ganze Zeit doch zusammen. Aber das Problem ist es eigentlich schon öfters aufgetreten, dass er eben ja eigentlich eher nicht mit unserem Sexualleben zufrieden ist. Er sagt, es wäre zu langweilig und unattraktiv. Und er sagt das, nicht du. Er sagt das, genau. Und hast du da mal ein bisschen nachgebohrt, was ihm fehlt? Also ganz eindeutig sagte er, es wäre halt langweilig, einfach so keine großartigen Ideen. Und er sagt auch zu meiner Person ganz ehrlich und offen, was ich prinzipiell nett finde, aber er sagt dann auch, dass ich halt ja nicht weiblich genug wäre und trotz einem guten Aussehen und alles Mögliche würde
ich ihm halt nicht mehr halt nach 4 Jahren oder wie auch immer, mhm, auf jeden Fall nicht so anziehend, mhm, auf ihn wirken. Ist natürlich löblich, dass er das so offen sagt, aber für dich auch sehr schmerzlich, ne, und verletzend. Ja, das, mhm, wohl. Das heißt, ihr habt so Routine-Sex miteinander, die übliche Nummer. Ja, genau. Und du weißt, wenn ihr das macht, dass ihm das gar nicht so viel bringt. Ja, das einerseits und andererseits mir selbst macht das auch keinen Spaß. Also manchmal habe ich durchaus Schmerzen. Was er dazu sagt, dann ist, naja, ich hätte es mir nur eingebildet oder streng, mhm, mich nicht genug an. Und das so heißt so, dass du dann auch sehr verkrampft und verspannt bist. Ja, genau. Und es dir alles andere macht als Spaß, ne? Genau. Und, mhm, ich habe auch da deswegen sozusagen ja schon eine große Belastung. Gerade jetzt im Moment bin ich im Prüfungsstress. Das, mhm, habe ich ihm dann auch gesagt. Er hat gesagt, okay, dann bis zu meiner Prüfung machen wir dann keinen Sex, weil es ist schon... manchmal ist das nur einfach nicht nett für mich, aber manchmal, wenn ich gerade lerne oder auch schlafen will und so etwas und der dann dahin kommt und unbedingt Sex haben möchte, dann, mhm, bin ich auch danach wirklich nicht in guter Stimmung und weine und habe eigentlich einfach... Also 4 Jahre zusammen. Genau. Großes Problem, eigentlich Hauptproblem zwischen euch ist die schlechte oder gar nicht mehr richtig vorhandene Sexualität. Genau. So kann man sagen. Mhm. Wie ist es denn sonst zwischen euch beiden? Liebst du deinen Freund? Liebt er dich? Ja, eigentlich schon. Naja, eigentlich ist keine gute Antwort. Ja, das ist auch schwer zu sagen. Es ist von Phase zu Phase unterschiedlich. Wir waren öfters also in großen Schwierigkeiten. Ich habe schon öfters gesagt, ich ziehe aus oder wir machen, mhm, auch Schluss. Ich spiele jetzt im Moment auch immer mit den Gedanken. Ja, also spontan würde ich sagen, es lohnt sich nicht mehr weiter, die Beziehung zu führen, weil es sind einfach so viele Reibungspunkte. Aber wenn ich das bedenke, die ganzen Schwierigkeiten, wir hatten auch eine Phase, wo irgendwie so körperliche Auseinandersetzungen da waren und ich habe gesagt, dann ziehe ich aus, so eine Beziehung will ich nicht haben und der sagt auch... Macht man eben körperlich auseinander, das heißt, er hat dich auch geschlagen? Ja, aber jetzt nicht wirklich schwer, sondern es ist 2-3 Mal vorgekommen, so etwas, aber das dulde ich einfach auch nicht und er sagt selber auch, das will er nicht machen, mhm, und ich hätte ihm nur einfach seinen Charakter so verzogen oder dazu gebracht. Aber Rose, das, was du jetzt schilderst, klingt ja alles nur wirklich überhaupt nicht angenehm und überhaupt nicht deutend in eine Richtung, da könnte man noch was kitten. Das eigentlich heißt das doch, da zeichnet sich eine wirklich Trennung ab. Und diese Sexualität ist nur ein Punkt der Problematik, die ihr habt miteinander. Ja, nur das Problem ist, dass die Liebe, wie man sagt, ist ja eher so eine, ja, keine rationale Sache. Und, mhm, wenn ich die Gefühle betrachte, also jedes Mal, wenn wir versuchen, Schluss zu machen, mhm, stehe ich weinend da und der ist auch fast, mhm, so. Was ist denn auch eigentlich schön, wenn du mit ihm zusammen bist? Auf was freust du dich? Was ist toll? Ach, vieles. Also unsere Gespräche, wir saßen selbst heute Abend noch ganz lange, haben uns nicht über alle möglichen politischen, wissenschaftlichen Themen unterhalten. Also, na ja, gut, das kann man ja mit vielen Leuten sehr gut. Ja, bei mir ist eher das Problem, dass ich eben, das ist mein allererster Freund. Ich hatte vorhin keinen Freund. Ich wollte auch keinen haben und ich habe es, also ich habe mich sehr schwer damit getan und habe eigentlich keinen Freund gesucht, sagen wir mal so. Sag mal, ich muss mal eben unterbrechen, du hast so einen sehr süßen Akzent. Woher kommst du? Aus Polen. Aus Polen? Ja. Ich habe gerade gesagt, Frankreich? Nee, Frankreich ist es auch nicht. Frankreich und aus Italien Polen. Nennen schon viele, ja. Ah ja, es hat so ein bisschen so, Französisch könnte es auch sein. Aber, aus Polen. Ja. Na gut, dann haben wir das auch geklärt. Ja, und das ist auch mitunter ein Schwierigkeitsfaktor. Ich bin hier seit jetzt 4 oder 5 Jahren, sagen wir mal ungefähr. Mhm. Und meine ganze Bekanntschaft oder so etwas, der Bekanntenkreis hier, ist eigentlich mit ihm verbunden. Von daher, wenn ich einmal die Beziehung... Das würde bedeuten, wenn du dich von ihm trennst, dass du sehr alleine da stehst. Genau, ja. Ja, aber das dürfte auch kein Grund sein, bei ihm zu bleiben. Denn spätestens dann wirst du gezwungen sein, dir was Eigenes aufzubauen und das wird dir auch gelingen. Du bist Studentin, sagst du, ne? Mhm. Ja, da hast du ja genügend Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen und Kontakt aufzubauen. Ja, nicht wirklich. Also ich bin da irgendwie, ich kenne zwar viele Leute, aber so tiefgehende Bekanntschaften, mhm, oder Beziehungen habe ich nicht viele. Und also Freunde sind alle 1000 Kilometer weit weg. Ja, also es ist schon die Angst vor dem Alleinesein. Ne? Ja. Nicht nur vor der Einsamkeit, sondern auch vor dem Alleinesein, vor dem schlicht profanen Alleinesein. Mhm. Hast du denn überhaupt in dieser Zeit mit ihm auch mal schöne Sexualität erlebt? Am Anfang? Ja, das schon, ja. Und selbst nach einem Jahr, also vor allem, wenn wir uns eine
Weile nicht gesehen haben. Es gab eine Zeit, wo ich dann vielleicht eine Woche oder zwei weg war oder er auch für einen Monat in Amerika war. Und danach gibt es immer, also blüht unsere Beziehung wieder immer auf. Hast du einen Orgasmus, hast du schon einen Orgasmus mit ihm erlebt? Ja, das schon. Gut, aber das ist ja nur alles Vergangenheit. Dann ist man natürlich auch geneigt, sentimental zu sein und auch an die schönen Dinge der Vergangenheit zu denken. Aber das ist ja nun mal Vergangenheit. Es geht ja um das Hier und Jetzt und Heute. Ja. Und um die Gegenwart. Also im Moment ist das, ja, ich würde sagen eigentlich, ja, geht wieder eigentlich aufwärts. Ich meine, ich habe ein bisschen Stress wegen der Prüfung nächste Woche und bin auch ein bisschen depressiv sonst auch und bin auch kein einfacher Mensch, aber abgesehen davon, dass wir vor kurzem einen Autounfall hatten und das belastet dann natürlich auch noch, haben wir eigentlich viel gemeinsam und er freut sich auch auf das ein neues Auto und sagt dann immer, das wäre unser Auto, das hat er jetzt nach meinen so Belieben ausgesucht, dass es mir gefällt und spricht sogar, dass wir vielleicht zusammenziehen sollen. Entschuldige mal bitte, wir müssen mal kurz eine Pause machen. Okay. Die Stimme ist gerade mal eben wieder weg. Kurze Musik bitte. Ihr Lieben, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich bin froh, dass ich so einen Lutschbonbon bei mir habe. Und das habe ich jetzt mal in den Mund genommen, damit es wieder geht. Die Rose ist noch dran, hoffe ich. Ja, hallo. Ja, Rose. Also, dennoch, auch was du gerade noch so nachträglich gesagt hast, finde ich, dass ihr eine Konsequenz aus dieser Misere und aus dieser Problemlage, die entstanden ist, ziehen solltet, auf jeden Fall. Mhm. Was für eine Konsequenz? Die Konsequenz heißt, wenn nicht eine wirkliche Trennung, zumindest eine größere Distanzierung. Ich meine, ihr seid ja schon auseinandergezogen, sagst du. Du wohnst nicht mehr bei ihm. Ja, aber im Moment spricht er auch gerade davon, dass wir vielleicht wieder zusammenziehen sollten. Also, dass ich uns eine Wohnung suchen sollte und dass wir zusammenziehen. Mhm. Bist du denn sicher, dass er treu ist, dass er sich seine Sexualität nicht woanders holt? Ziemlich sicher, ja. Ja, wir haben öfters Gespräche über die, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er das sehr schwer nimmt, weil er sagt, er braucht die Sexualität hätte es gerne auch woanders, aber es würde mit seinen Moralitätsvorstellungen einfach nicht zusammenpassen und da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich meine, wir haben auch 3-4 Mal die Woche Sex eigentlich, von daher glaube ich, dass es auch nicht so wenig ist. Ich habe dennoch aus dem gehört, was du gesagt hast, dass eigentlich eine große Unzufriedenheit herrscht, bei dir auch. Und das eben sich nicht ausschließlich bezieht auf die Sexualität, sondern auf viele andere und grundsätzliche Sachen. Ich meine, ihr könntet ja auch nochmal versuchen, wenn euch vielleicht doch noch was gelegen ist an der Beziehung, euch auch ein paar Stunden mal bei einem Therapeuten beraten zu lassen. Na, davon hält er leider nichts. Das höre ich immer wieder, dass die Männer das nicht wollen. Aber dann mach du das alleine. Dann geh du alleine hin. Mhm. Weil es ist immer so wichtig, eine dritte Person, eine unbeteiligte Person zu hören. Deshalb hast du ja auch hier angerufen. Habe ich angerufen. Genau. Mhm. So. Und das können wir jetzt gar nicht hier groß leisten innerhalb von 10 Minuten. Ja, klar. Wenn du aber vielleicht 1-2 Mal oder 3-mal so einen Termin holst und auch über diese Beziehung redest, auch wenn er nicht mitkommt, hat das sicher auch eine Hilfestellung für dich und gibt dir vielleicht einen neuen Anstoß, irgendwie eine Entscheidung zu fällen. Ja, das müsste ich vielleicht versuchen. Das kannst du ja schnell recherchieren, da auch in deiner Universitätsumgebung wird es sowas geben, solche Beratungen. Mhm. Ja, aber spontan würde ich sagen, ich bräuchte so einen Freund wie die Tina vorhin. Ja, genau. Aber nee, so wirklich ist das auch nicht. Also Rose, ich wünsche dir, dass du da vorankommst. Und ich wünsche dir, dass du auch ehrlich mit dir selbst bist. Und dass du unter Umständen auch bereit bist, dann die Einsamkeit und das Alleinsein in Kauf zu nehmen für eine ehrliche Entscheidung. Das darf kein Motivationsfaktor sein, nur weil du nicht alleine sein möchtest oder Angst davor hast, mit ihm zusammen zu sein. Mhm. Sag mir zum Schluss noch, was du studierst. Psychologie.
Psychologie. Psychologie? Ja. Da bist du ja eigentlich eine Fachfrau. Na, eben nicht. Nee, das ist wie eben das auch nicht. Manchmal so kommt, ne? Genau. Also gutes Gelingen, liebe Rose. Vielen Dank. Und von Herzen alles Gute. Dir auch. Danke. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Barbara, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Barbara. Ich habe ein großes Problem. Erzähl. Mein Vater liegt im Sterben. Mhm. Er ist 65, hat Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und also wenn seine Freundin ihn am Dienstag nicht mit aus dem Krankenhaus nimmt, dann kommt er in die Hospiz, in die Sterbehilfe. Mhm. So, jetzt ist es aber so, ich hasse meinen Vater. Du hast deinen Vater? Ich hasse meinen Vater, ja. Warum? Mein Vater hat mich sexuell missbraucht, mich und meine Schwester. Mhm. Wir haben zu Hause nur Prügel bekommen. Mhm. Und ich bin dann mit 14 Jahren ins Heim. Wie lange hat dein Vater dich sexuell missbraucht? 2 Jahre. 2 Jahre. Und wie alt warst du da? 13, 14. Mhm. Mhm. So lange war das. Und ich habe den Kontakt irgendwo immer eigentlich aufrechterhalten. Also du bist ja mit 14 ins Heim gekommen, ins sagst Heim du? Gekommen, und ja. Bist dann auch im Heim aufgewachsen und nicht mehr nach Hause gegangen? Nein, ich bin nicht nach Hause gegangen. Mhm. Wir haben dann diese Verlängerungsanträge gestellt, weil ich hätte mit 18 wieder rausgemusst, weil ich in die freiwillige Erziehungshilfe gegangen bin. Mhm. Und das wollte ich nicht. Ich wollte auf keinen Fall wieder nach Hause. Mhm. So? Hast du denn dann danach so Kontakt zu deinem Vater oder deinen Eltern aufgebaut oder ja, aufrechterhalten? Alleine wegen meiner Mutter schon. Aber hat die Mutter das denn damals mitbekommen, was da Schlimmes passierte? Meine Mutter hat das gewusst, ja. Meine Mutter hat aber eine panische Angst vor meinem Vater gehabt. Mhm. Also, du hast deine Mutter keine Vorwürfe gemacht, dass sie nicht eingeschritten ist und euch geschützt hat? Nee, das nicht. Dass die einzigen Vorwürfe, die ich meine Mutter immer gemacht habe, ist, dass sie, die waren 66 geschieden. Mhm. Ich bin 67 geboren. Mhm. Ich war so, also so eine Art wie eine Versöhnung. Die haben auch später wieder geheiratet. Und ich habe ihr immer vorgeworfen, warum sie bei ihm geblieben ist. Wenn sie nicht bei ihm geblieben wäre, mhm, dann wäre ich nicht da. Mhm. Und das habe ich ihr sehr, 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 sehr oft vorgeworfen. Mhm. Ja, und vor 10 Jahren ist meine Mutter gestorben. Mhm. Die wollte auch nicht mehr leben. Mhm. Die wollte einfach nicht mehr. Sie hat das nicht mehr geschafft. Also es war eine gebrochene Frau. Also ja, sehr gebrochene Frau. Die war 60 Jahre alt, als sie gestorben ist. Aber ist dein Vater irgendwann angeklagt worden? Nein, nie. Nein. Also aus Akten vom Heim weiß ich, dass das Jugendamt das damals wusste. Mhm. Na? Und als diese Geschichte mit meiner Tochter war, als mein Ex-Mann meine Tochter entführt hat, habe ich auch damals dem Jugendamt gesagt, dass ich kein Vertrauen habe zum Jugendamt, halt eben wegen solcher Sachen. Verstehe. Wie war denn jetzt, beschreib das doch vielleicht noch kurz, dein Kontakt jetzt unmittelbar vor der schweren Krankheit zu deinem Vater? Ja, also ich bin ab und zu mit meinen Kindern, mit meiner Schwester, die auch sexuell von meinem Vater missbraucht worden ist, sind wir schon mal ab und zu ihm nach Hause, also zu seiner Freundin gefahren. Mhm. Ab und zu, wir haben dann Kaffee getrunken, so ganz normal geredet. Eigentlich habe ich immer gewartet, dass er irgendwann mal irgendeinen Anfang macht, irgendwann mal was sagt. Mhm. Ne? Das heißt, es ist nie thematisiert worden zwischen euch? Niemals, er hat nie eine Entschuldigung ausgesprochen oder es tut mir leid oder irgend so etwas. Nein, gar nicht. Weiß denn die jetzige Frau von ihm, was da vorgefallen ist? Nein, das ist auch eins meiner Probleme, sie weiß das nicht. Mhm. So, jetzt liegt der Vater im Sterben. Ja, der Vater, genau. der euch so viel Leid angetan ja, hat richtig. Und den du eigentlich hasst. Den ich hasse, genau. Was sind da jetzt für Gefühle in dir im Widerstreit? Mir geht's gut. Also mir geht's so gut, wo ich weiß, dass er leidet. Mhm. Und meine Schwester hat mir das heute so erzählt, wie gesagt, dass er also nicht mehr, dass keine Hoffnung mehr hat, dass er in die Hospiz eventuell geht oder bei seiner Freundin und zum Sterben nach Hause kommt. Mhm. So, und dann habe ich wohl zu ihr gesagt, dann muss ich da noch mal hin. Aber nicht, weil der mir leid tut. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Ich will den Mann leiden sehen. Mhm. Ich will seine Angst in seinen Augen sehen. Mhm. Wie weit willst du gehen? Willst du ihm auf dem Totenbett quasi einen Vorwurf noch machen? Nein, solange nichts zur Sprache kommt, nicht. Mhm. Mhm. Wenn nur sollte irgendeiner, weil ich habe mich jetzt schon etwas länger nicht mehr gemeldet. Mhm. Und ich weiß genau, wenn ich da reinkomme, fängt er an zu heulen. Mhm. Und ich verstehe nicht, Barbara, dass ihr damals, also als es ihm noch besser ging und auch kurz davor, dass ihr überhaupt Kontakt mit dem hattet. Das ist ja, das verstehen viele nicht. Ich war auch schon mal eine kurze Zeit in Therapie, die habe ich abgebrochen, weil ich eine Gruppentherapie machen sollte. Mhm. Und dieser Therapeut hat, ich habe ihm gesagt, solange ich den sehe, so, na, ich weiß nicht, wie ich dir das erklären kann, aber ich sehe den, der sagt mir irgendwas und
der kriegt von mir so wörtlich Kontra zurück. Mhm. Ja? Wo der immer merkt, wo der gemerkt hat, er muss aufpassen, was er bei mir sagt. Das hat mich immer aufgebaut. Kannst du das verstehen? Ja, ich ahne das, ja. Und jetzt ist es so, dass er da wirklich in seiner schwersten Stunde liegt und schwerst leidet wahrscheinlich. Ja, Bauchspeicheldrüsenkrebs, ich kenne mich ein bisschen ist aus, sehr ich arbeite schlimm. In der Altenpflege. Ja, ist sehr schlimm. Und du eine Genugtuung empfindest. Ja. Um nicht zu sagen, eine Freude. Richtig. Ja. Nur meine Freundin. Ich glaube, aber niemand wird es dir vorwerfen, wenn man so etwas erlebt hat. Das ist zwar sehr befremdlich, dass man eine Freude empfindet, natürlich, wenn jemand stirbt, aber wenn man so einen Hintergrund hat, finde ich das menschlich. Finde ich es normal, menschlich. Ich will nicht dahin gehen und den sehen und so sagen, haha, du gibst bald den Löffel ab, was freue ich mich. Mhm. Ich will, dass es mir besser geht. Mhm. Mir geht es nicht um meinen Vater, mir geht es um mich persönlich, weil ich muss mal zu einem Ende kommen. Mhm. No. Wie wirst du reagieren? Wie würdest du reagieren? Nehmen wir das mal an. Wenn er auf dem Sterbebett dieses Thema ansprechen würde und dich um Verzeihung beten würde. Ich würde ihm das nicht abnehmen. Mhm. Ich kann ihm das nicht abnehmen, weil jetzt, wo er so schwer krank ist, ich sag mal, wo er sowieso nichts zu verlieren hat, weiß ich nicht, ob ich das ernst nehmen kann. Mhm. Verstehst du das? Ja, ich verstehe es. Es wäre eine viel größere Geste von ihm gewesen, wenn er das vor ein paar Jahren gesagt hätte und euch um Verzeihung gebeten hätte. Ne? Gut, ich hätte vielleicht zu ihm gesagt, dass er das trotzdem nicht wieder gut machen kann. Und dann fängt der ganze Streit mit meinen Geschwistern an. Die eine hetzt jetzt über die, also mich ausgeschlossen, über den anderen, weil mein Vater hat schon ein bisschen Geld. Ne? Und Achso, weht der Wind da vielleicht auch ein bisschen her, dass du... Bei mir nicht. Ich habe noch nie was in meinem Leben von meinem Vater zu erwarten gehabt. Ich erwarte auch jetzt nicht. Ne? Also von mir... Erklär mir mal, wieso du oder ihr das der Frau nicht erzählt habt, was ihr jetziger Freund, Mann, mit euch gemacht hat. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe immer gedacht, vielleicht erzählt das ihr selber. Vielleicht erzählt das ihr jetzt auch selber. Das glaube ich nicht. Warum sollte er das tun? Nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Willst du jetzt in den nächsten Tagen oder morgen gar... Am Sonntag fahre ich hin, ja. Fährst hin. Mhm. Was für ein Gefühl gehst du denn da in die Wohnung? Ist das ein Gefühl, Der ist im Krankenhaus. Ins Krankenhaus, klar. Er ist ja nicht in der Wohnung. Für mich ein gutes Gefühl. Ich meine auch so ein Gefühl der Aufregung, der Spannung. Oder gehst du da ganz entspannt hin und denkst, jetzt erwischt es dich bald? Ja, genau so gehe ich dahin. Ja. Mhm. Ich denke schon. Ich habe Angst, wenn er heult, dass ich anfange zu heulen, weil ich bin ein Mensch, der nah am Wasser gebaut hat. Mhm. Ne? Ich heule schon, wenn ich Misshandlungen im Fernsehen sehe oder sowas. Mhm. Kriegt denn die neue Partnerin von deinem Vater das nicht mit, dass du eigentlich nicht mitleidig bist, sondern dass du dich fast freust? Kriegt die das nicht mit? Nein, die kriegt das nicht mit. Mhm. Die kriegt das nicht mit. Ich habe ja damals am Telefon schon gesagt, hör mal zu, habe ich ihr gesagt, das mit der Chemo. So habe ich gesagt, das bringt sowieso nichts und es dauert nicht mehr lange, habe ich gesagt. Weil wie gesagt, ein bisschen kenne ich mich damit aus. Und dann meinen sie... Also diese Verhaltensweise ist sicherlich menschlich nachvollziehbar, die da passiert bei dir, die da abläuft. Ich weiß allerdings nicht, ob du die Sache dann letztendlich los sein wirst, wenn dein Vater verstorben ist. Ich werde diese Sache nie los sein, weil das hängt fest, das kann man niemals loswerden, im Leben nicht kann man das loswerden. Mhm. Aber wie gesagt, meine Freundin hat zu mir gesagt, behalt den so in Erinnerung, wie er ist. Sag ich, nee, das kann ich nicht. Weil wie gesagt, mit jedem Stückchen, wo ich weiß, dass es ihm schlecht geht, geht's mir gut. Warum hast du mich angerufen? Ich weiß nicht, soll ich hinfahren oder soll ich lieber nicht hinfahren? Ich bin mir nicht so hundertprozentig... Ach so, das ist noch nicht ganz klar entschieden für dich, ob du hinfahren sollst am Sonntag. Ja, ich würde gerne. Aber? Aber wie meine Freundin sagte, behalte ihn doch so in Erinnerung, wie der ist, und ich habe auch Angst, dass die ganze Sache... Ja, Moment, was heißt, behalte ihn so in Erinnerung, wie er ist? Nein, wie ich ihn vorher kannte, bevor er so krank war. Ja, wie hast du? Du hast ihn da auch nur schlecht gekannt. Ja, eben, aber so vom Aussehen, die meint vom Aussehen... Weißt du so, deine Freundin überhaupt, was da passiert ist? Ja, die weiß die das. Weiß das. Dann verstehe ich diesen Ratschlag nicht. Den verstehe ich auch nicht, aber das ist... Meine Freundin, diesen Mensch, das ist so und fertig. So, und dann hast du gerade noch gesagt, du hast auch Angst, dass es eskaliert. Was könnte denn eskalieren? Wenn ich mit meiner älteren Schwester zusammentreffe, das könnte dann da eskalieren. Zwischen dir und der Schwester? Zwischen mir und meiner Schwester. Was könnte da genau eskalieren?
Ja, ich weiß nicht, wie ich schnell gesagt. Meine Schwester war immer ein Mensch, der die Dollarzeichen in den Augen hat, ja? Mhm. Und da, wo das meiste Geld ist, da geht die auch gerne hin, so. Mhm. Und die hat damals selber gesagt, wenn der verreckt, das waren ihre Worte, wortwörtlich, wenn der verreckt, ich werde nicht zu dem hingehen, ich werde von dem nie was haben wollen. Mhm. So, jetzt hängt die natürlich, soll sie auch, ist mir auch egal, hängt sie jetzt natürlich jeden Tag bei dem. Mhm. Und meine Schwester hat Angst, wenn ich mit meinem Vater wieder gut Freund werden würde, was ja nie passiert. Die hat Angst, dass du das Geld irgendwie mit absahnen willst. Was ich aber gar nicht haben will. Mhm. Ja. Und dann könnte das eskalieren. Mhm. Ich habe nur Angst, auf diese Leute zusammenzutreffen. Was wäre denn eigentlich so in deiner Vorstellung, wenn du mal so durchspielst, du gehst nicht dahin und er verstirbt nächste Woche und du hast ihn jetzt nicht mehr gesehen? Dann wird es mir nicht gut gehen. Ich habe ihn nicht leiden sehen. Ich will den nur, und wenn ich nur 5 Minuten da hingehe, mir den angucke und mich rumdrehe und wieder gehe. Mhm. Es ist hart, ich weiß. Ja, es ist wirklich sehr hart. Es ist wirklich sehr hart. In dir ist so viel aufgestaut und in dir ist so viel Verletzung und so viel Unglück, dass es jetzt zu einer solchen absonderlichen Sehnsucht oder einem so absonderlichen Wunsch gekommen ist. Richtig. Eigentlich so von der Intuition her sollte man sagen, dann geh hin. Dann geh hin und nimm dich zurück, was deine Schwester anbelangt. Ja. Geh, wenn du merkst, dass irgendwie ein Streit entsteht, geh wortlos und lass dich gar nicht auf den Streit ein. Mhm. Ja, ich denke, das werde ich auch so, genauso werde ich es auch machen. Das ist, hört sich egoistisch an, aber ich fühle und denke und meine, das ist für mich das Beste. Ich finde, dass du ein Recht hast, in diesem Fall sehr egoistisch zu sein, finde ich. Ja, das denke ich auch. Alles Gute, Barbara. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt habe ich die Katrin hier. Hallo Katrin, 17 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo Katrin. Was ist los? Was ist dein Thema? Also mein Thema ist also der beste Freund von meinem Freund. Also in den besten Freund bin ich verliebt und wir hatten auch schon so ein bisschen, also wir haben uns geküsst und so. Mhm. Und aber dein Freund weiß davon nichts? Nein, weiß nicht. Der weiß nichts davon. Ihr habt nur geküsst. Mehr ist nicht. Wir sind nicht ganz dazu gekommen, aber es war schon weit. Also Petting-mäßig ist schon eigentlich abgegangen? Nee. Nicht wirklich. Nicht wirklich, aber es ist schon ein bisschen heiß zugegangen, sagen wir so. Ja. Ja. Warum? Warum machst du das? Ja, ich bin jetzt 1,5 Jahre mit meinem Freund zusammen und ich kenne halt seinen besten Freund genauso lang und irgendwann habe ich halt auch ein bisschen mehr für den besten Freund halt empfunden. Mhm. Aber die entscheidende Frage ist jetzt die wichtigste Frage, wen liebst du mehr oder wen hast du mehr lieb? Das weiß ich ja nicht. Also ich liebe meinen Freund, aber ich weiß nicht, ob das mit seinem besten Freund nur so ist, dass ich was Neues brauche oder dass es irgendwas Aufregendes sein muss oder so. Wie viel Mal ist das jetzt schon passiert? Ist einmal oder? Zweimal ist das passiert. Was sagt denn der beste Freund von deinem Freund dazu? Ja. Der muss ja auch ein tierisch schlechtes Gewissen seinem Freund gegenüber haben. Der ist sehr bedrückt. Also er hat natürlich ein schlechtes Gewissen, aber er mag mich halt auch. Mag er dich oder ist er richtig in dich verknallt? Er ist in mich verknallt. Also bei ihm ist es mehr zu dir als von dir zu ihm, weil du dir noch unsicher bist. Kann man das so sagen? Er hat ja keinen zweiten, also er hat ja nur seinen besten Freund und da kann man ja nicht von Liebe sprechen. Genau, und du hast ja deinen Freund, ne? Genau. Also ich finde, Katrin, dass du da ganz, ganz schnell eine Klärung für dich herbeiführen musst, weil was du jetzt machst, ist sehr mies. Ja. Oder was ihr da macht, ist sehr mies. Du betrügst deinen Freund und der Junge betrügt seinen besten Freund. Das ist beides ein schlimmer Betrug und ein Vertrauensbruch. Aber das mache ich ja auch nicht extra. Ich kann ja nicht gegen meine Gefühle machen. Nein, aber man kann sich auch, man darf sich auch nicht zu sehr in den Gefühlen treiben lassen. Ja. Ne? Und du musst einfach tief in dich gehen und dir überlegen, was will ich und mit wem will ich zusammen sein? Und dann musst du eine Konsequenz ziehen. Und die muss aber auch ganz knallhart sein. Du kannst ja nicht parallel so ein Leben führen. Es fliegt eh irgendwann auf und es ist wirklich eine sehr miese Tour. Du musst für dich überlegen, und da kann die Entscheidung kann dir niemand abnehmen, kein Mensch auf dieser Welt, wem du dein Herz schenken möchtest. Ja, also wenn ich mich jetzt für deinen besten Freund entscheide, dann kriegt das ja mein Freund automatisch mit.
Dann, ich möchte ihm halt nicht wehtun. Gut, aber das musst du, du hast ihm jetzt schon wehgetan. Das musst du dann durchstehen. Wenn, ja, wenn die Entscheidung so fällt, dann musst du es auch sagen. Jetzt müssen wir Schluss machen. Ich wünsche die richtige Entscheidung und alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei Thomas Reinke, Wolfgang Spielkowski, Roland Lohr, Jan Hölz, Anne Buchholz, Jan Grefe zu Baringdorf, Dirk Winhüsen und Dorit Herber. Unsere Themen nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Frust im Ehebett und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Hass. Ich wünsche euch ein gutes und schönes Wochenende. Bis Montag. Ciao.